war saublöde Idee. Stell den Koffer wieder hin. Auf keinen Fall gehst du zu der Polizeiakademie. Geh ich doch. Wenn das nochmal passiert, wird dir eine dritte Brust wachsen. Oh, jawohl. Meine Brust geht du bist gar schließlich nicht meine an. Frau. Na toll, na, na toll. Okay, hör zu, weißt du, eigentlich will ich da doch nur mitmachen, um mit dir zusammen sein zu können. Ja, ich ja, meine, ja. Ich meine, wir könnten zusammen auf Streife gehen, wir könnten Partnerlook-Uniformen tragen, wir teilen unsere Munition, alles, was eine Ehe so wunderbar macht. Liebling, Liebling, jetzt hör mal zu, hör mal gut zu, mein Schnuffelhäschen. Polizeiarbeit ist so wahnsinnig gefährlich und das du ist kannst... egal! Oh nein, ich lasse dich nicht gehen! Du lässt mich sofort los, du Mistvogel! Ich tue das nur zu deinem eigenen Besten! Guten Morgen, Familie Mrs. Pectelli! Da draußen auf den Straßen ist die Hölle los! Okay. Komm. Okay. Oh. Mein kleines Bratpfännchen, sei vernünftig. Wir sind vernünftig. Ich weiß, dass wir diese Angelegenheit ausdiskutieren können. Na, sag ich doch. Guck mal, du bist die beste Salatmacherin der Welt und deine Buttertoasts sind enorm butterig. Und ich meine, einer muss doch der Brötchenverdiener in der Familie sein und der andere muss staubsaugen. Okay, komm schon, gib mir einen Schmatz. Ja. Was soll denn das? Hör auf damit! Glaubst du etwa, ich kann die nicht aufbrechen? Denk an Henrys Kaninchenstalltür. Jetzt haben wir beide herzlich gelacht. Die Scherze sind vorbei. Mach sie auf. Willst du, dass ich wieder einen Wutanfall kriege? Bei meinem letzten Wutanfall ist der schöne Pfeifenständer aus Backflaum kaputt gegangen. Nicht die Sirene! Das darfst du nicht! Das ist eine regierungsamtliche... Ah! Ich verwarne dich zweimal! Ah! Das hier ist nicht die Tour de France! Gebauter Lockenwickler? Oh, wenn man da am Auspuff schnüffelt, kriegt man ja nicht mal eine richtige Dröhnung. Du Sesselpuper! Da sieht der Flugzeugträger nie mit. Gibt's Probleme? Er ist das Problem. Das ist ein Tier, der Mann. Gewöhn dich daran. Er ist dein Stubenkamerad. Stubenkamerad? Stubenkamerad? Er hat sich gebessert. Er ist jetzt auf unserer Seite. Ich war mal eine stinkschwarze Stinkmorchel, aber jetzt bin ich ein alabasterweißes Häschen. Samba, Onga, Ule. Ich bin die Feuerfee. Oh Mann! Was für Musik magst du? Magst du Reggae? Magst du Salsa oder einen kleinen Bongo-Beat? Das ist ein Song, den ich für meine Mutter geschrieben habe. Und das Ding geht ungefähr so. Mutti, ich hab dich so lieb. Gestern war ich noch ein böser Dieb, aber ich will's nie wieder tun. Sie hatten meine Herde Kängurus überfahren, Lady. Okay, du kannst den Wagen jetzt starten. Aber wenn ich Geräusche dieser Art höre, bist du durchgefallen. Ups, der falsche Schlüssel. Ich bin gleich wieder zurück. Oh nein, das ist kein Problem. La 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 la. Du bist so schön. Was? Wie ist da? Was wollen Sie? Nein! Du, wenn du dir mein Shampoo ausleihen willst oder meine Zahnbürste jederzeit. Ein guter Tritt mag vielleicht alles sein, was zwischen dir und einer 357er Magnum-Kugel steht, die deine lebenswichtigsten Organe zerfetzt. Fackler, du bist dran! Ich kann es nicht. Huntley? Oh.
Sweetchuck! Sweetchuck, wie lautet die Parole? Töte. Sag's nochmal. Töte. Zermalme den Feind.